So, hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Part vom Pixelmon Let's Play. Und wir spielen momentan die neueste Version 3.4.0 oder so. Ohne Beta, weil Beta ist mir ein bisschen zu riskant. Aber wahrscheinlich werden wir danach ein bisschen upgraden. Und ja, hier ist die Lagerbox. Und wir müssen noch ein paar Items irgendwo hinstellen. So. Ja, Brot brauchen wir, Apfel brauchen wir nicht. Die Aprikokos brechen wir noch nicht. Die setzen wir bald. So, Wasserstein brauchen wir, Luxusball nicht. Ich könnte mit dem Luxusball jetzt ein Pokémon fangen, aber naja. Ist nicht so gut. So, jetzt habe ich es recht flüssig. Im ersten Part hat es ja wieder ganz leicht gehackt, dass es da auf die Seite geflogen und so. Und ja, 15, das ist zu stark. Also der hat Tackle. Der hat auch Tackle. Ja, da unten ist. Ah, Gold King. Gold King, glaube ich nur. Hallo, was ist das? Ein Wasserstone Ore. Jetzt hat's gehackt. Ja, manche Mods sind nicht so die Performance-Wunder. Und wahrscheinlich Pixelmon auch nicht, so wie ich das merke. Da ist ein Pikachu. Ein Huut. Also Hut, Hut. Ja, Hut, Hut. Huu sind dann die Weiterentwicklungen. Ja, Pikachu Level 31. Wunderbar. Können wir gleich besiegen, dann fliehen wir. So, komm. Jetzt greift mich nochmals ein Pikachu. Was ist denn los? Es ist das Gleiche. Nochmals. Hallo bitte, nein, ich will nicht angegriffen werden. Danke, aber ich möchte nicht angegriffen werden. Oh Gott, oh Gott. Ja, du töte mich doch. Genau, töte mich. Also, das will ich jetzt eigentlich nicht. Wahrscheinlich muss das noch in den Config ändern. Aber ich wollte doch mein Pokémon trainieren, so kann ich das Pokémon nicht trainieren. Also ich werde jetzt kurz hier, dass es nicht stört, nochmals ein Ding machen. Das nenne ich jetzt mal Haus. So, das ist noch von der alten Map. Genau. So kann man zoomen, richtig gut. Ja. So ist gut. Ja, jetzt muss ich Pokémon suchen. Ich möchte mindestens ein Level machen. Oh ja, Softgun. Das muss ich auch noch machen. So. Wie komisch das tönt. Früher tönt das Bing mir besser. Dim, 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 dim. Wo bist du jetzt, Softcon? Das ist eines der depressivsten Pokémon, das es gibt. Hallo? Hallo? Wo bist du? Herr Softcon? Schon despawned. Ist das eine Frechheit? Was ist das da? Ein Grasbaum mit Fancy Blocks, ja. War ja, dann ist klar. Okay, Saft kommt weg. Nächstes Pokémon, da ist ein Ladybug. Ladybug. Level 10. Charmander. Ladybug. Charmander.
Kratzer. Wahrscheinlich tötet es mich dann bald. Ja, toll. Wieso sind die so stark? Ja. Danke, aber darf ich weiter? Was wartest du jetzt? Wegen was muss ich jetzt warten? Ich möchte weg. Irgendwie hat sich der Pokémon-Mod recht komisch verändert. Das gab's früher nie. Hallo? Ja, ich möchte gerne raus aus dem Kampf. Was will jetzt das Ladybug noch machen? Wie kann ich jetzt etwas machen? Fragen im Befragen. Was ist das da? Da muss irgendwas sein. Passiert nichts mehr. Muss ich das Spiel abwürgen? Na toll, wieso habe ich jetzt wieder Problemchen? Schon im letzten Modpack hatte ich Probleme im Hexit Modpack. Passiert nichts mehr. Okay, ich ändere mal kurz die Einstellung. Bis gleich. So, okay. Scheinbar hat es gespeichert nach dem Kampf. Irgendwie ein Bug oder so. Ich konnte nichts ändern. Und das Pokémon angreifen kann ich auch nicht ändern. Ja. Ich weiß nicht, ob einfach wegen der Levelunterschied ist oder so. Das, so, dass die Pokémon so schnell angreifen und so weiter. So, ich möchte jetzt mal ein bisschen paar Pokébälle anpflanzen. Also rote für Dinge, die für Superbälle, die. Okay, ja, dann mache ich am besten das so. Und so. Und das, der Baum nehmen wir hier weg. Fällen wir den Baum. So, aber jetzt Pikachu. Jetzt musst du es schaffen, ein Level zu erreichen. Bling. Mal ausmachen hier. So. Und jetzt wachsen sie schon. Nicht schlecht. Also, das ist jetzt schneller als das letzte Mal, als ich es gespielt habe. Na, was haben wir dort unten? Haben wir das ein mega starkes Pflanzen-Pokémon, was kleiner aussieht. Was einfach viel zu niedlich, viel zu schwach aussieht, dass es so stark wäre. Aber eben wegen dem Level wahrscheinlich auch relativ. Oh, Knopfhänzel Level 2. Kratzer. Rankni, boah. Charmander. So, Level 6. Ich habe plus 2, die anderen plus 1. Aha. Ja. Ich habe Weizenkörner bekommen. Okay. Das gab es früher auch noch nicht. Also da bekam man zum Beispiel von Woll-Pokémon bekam man Wolle oder Fäden von Raupi und so, aber wahrscheinlich Körner noch nicht. Körner kann man auch so bekommen. Urtigaria ist zu stark. Nein, ist schon wieder ein roter. Jetzt wollen wir hier oben das Haus bauen. Das wird richtig cool aussehen. Wow, wenn wir dort hinten irgendwie zwei Türme bauen würden. Nicht schlecht, also. Ja. Ich hoffe, der Bug trifft jetzt nicht mehr auf. Und so weiter.
Eigentlich habe ich ja eine gute Version gedownloadet, die nicht besser ist, also die am fortschrittlichsten ist, aber nicht besser ist. Und ja, das wäre eigentlich ohne Bugs. Müsste eigentlich ohne Bugs sein, oder? Und ja, finde es jetzt ein bisschen schade, dass es trotzdem zu so einem langen Kampf führte, weil es eben nicht beendet wurde. So, ein Teddy-Ursa. Ja. 26. Boah, hau ab. So ein weißes will ich. Weißes Apigoko. Da ist wieder ein Pikachu gewesen. Also vor allem der Schwanz davon. Ja. Also dann machen wir mal hier Workbench. Stock. Die Stocks. So. Ah, Ding haben wir auch noch. Stöcke. So. Und jetzt ein bisschen Stein. Was hab ich? Okay, ist nichts Gescheites hier drin. In der Höhle. Für einen Ofen noch ein bisschen Stein. Das ist Erde, oder? Ja. Ah, schön wieder ohne Shadow Bug, weil 1.8 hat bei mir Shadow Bug. So, das noch. Jetzt zu. Nein, ich habe nicht mehr genug. Zwei brauche ich noch. Die zwei da oben. Ja, nehme ich noch einen. So. Dann du kommst mit. Workbench, das ist Marble, Limestone. Okay. Da ist auch etwas. Ah, ein Durchgang. Dort ist ein rotes Apikoko. Und ein Mini-Mini-Mini-Taubsi. Das Mini-Mini-Mini-Taubsi. Mini-Mini-Mini-Mini-Taubsi. Ja, es gibt ganz gigantische Monster-Pokémon. Und es gibt. Ich sage jetzt nichts. Liliputan. Da sind viele Pokémons. 17. Das ist nicht gut. Wieso gibt es nur noch so hohe Pokémons? Sonst gab es recht niedrige. Da. Kratzer. Platscher, Kratzer. Platscher, Kratzer. Platschekratzer. Platschekratzer. Komm bitte, Glut. Bald Glut, bitte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber. Zwei rohe Fisch. Fast hätte ich den Gold King. Echt. Sehr spannend. Keine Animation. Ja, dafür ist dann der Bauaspekt besser. Ich will etwas Schönes bauen mit meinem Super Baumods und so. Kann man sicher etwas Gutes bauen. Und Level 7. Initiative plus 2 und KP plus 2. Level 8. Okay. Fast welche Trunkener. Level 10, Level 11, Goldini. Ja, da muss ich leider so machen wie sonst auch, sonst haben wir, sind wir noch bei Part 100 nicht Level 50, 60 oder so. Weiß nicht, was fest hoch ist in diesem Mod. Ich glaube, es geht ein bisschen schneller. Ah, Glut habe ich jetzt doch, habe ich das gar nicht gesehen, aber Glut ist nicht so effektiv gegen Wasser-Pokémon. Damn, lieber Kratzer. Und KAP habe ich noch genug. Ja. Schön, dass es auf Deutsch ist. Aber leider noch nicht alles.
So, jetzt bin ich stark genug für andere Pokémon. Und ja, am besten Pflanzen-Pokémon. Und was ist Feuer noch effektiv? Gerade denken. Wo ist jetzt da? Ich meine, da muss es sein. Ja. Ich habe hier irgendwie die Dinge nicht mehr. Wieso habe ich jetzt eigentlich die... Das ist eine Frechheit. Wieso werden die gelöscht? Mein Minimap. Open Map Guide, Teleportum, Waypoint, Underground Map Mode. Next Map Mode. Home. Home. Das da. Ja, ich wollte. Scheinbar ist die Minimap am Anfang resettet worden oder so, da muss ich es neu machen. Okay. Haus. Ja, danke. Haus. Nicht lecken, bitte. So, jetzt. Also, der Spawn ja war ja irgendwo hier drüben. Den lasse ich jetzt einfach mal. Ich mache dafür die Farbe an. Das muss ich noch schauen, was, wie das geht. Help. C. Grün für Haus. Nee. Blau für Haus. Nee. Gelb für Haus. Gibt's Orange? Ja. Also, dann ist Orange. Dann machen wir das gleich mal. Ein bisschen habe ich noch Zeit. Einfach zum Speichern. Nein, ich will nicht in Leben gehen. Ich will in Konto gehen. Genau. So, und es ist eben noch da. Gut. Also. So. Was legen wir rein? Hier, Akazienholz, Fische. Die Apikoko kann ich anpflanzen. Ja, das lasse ich mal hier. Und jetzt möchte ich gerne hier einen Ofen. So. Gut. Anpflanzen hier. So. Machen wir am besten hier den Baum ein bisschen kaputt, dass man noch hochkommt. Es tut mir leid. Wegen dem Rips. Weiß nicht, wie man das sagt, wenn so ein bisschen Luft rauskommt. Ja. Was ist das für ein Pokémon gewesen? Ladybug, das ist. Oh nein, Arach. Ich weiß es jetzt nicht. Zu wenig Gold und Silber gespielt. Das war eine Birke. Dann nehme ich hier nochmals ein Eichenholz. Also Eichenbaum mit. So. Da ist eine Höhle. Ich möchte gerne noch ein bisschen Setzling haben. Mach den Baum hier auch mal kaputt. So, da oben ist noch ein Blattstein, den kann ich wahrscheinlich mit der Spitzhacke kaputt machen. Ich möchte hier kurz nach oben. So. Wenn ich so mache, ja. Ja, eine Blattsteinscherbe. Mhm. Also hier reinlegen. So, und die Setzlinge möchte ich auch kurz noch in die Kiste tun. Ein Setzling.
Das noch ein bisschen Holz. So. Keine Bacon-Sätze. Da jetzt. Gut. Also wahrscheinlich mache ich dann auf dieser Seite so ein paar Bäume hin, die ich lasse. Also die ich immer wieder anpflanze. Und sonst nicht. Ein Kramorks kann ich den besiegen. Eigentlich schon, oder? Wo ist denn jetzt? Ja, toll. Okay, du noch nicht. Da ist er ja. Der ist einfach gebackt. Hallo? Was ist denn los? Ist der irgendwie buggy? Also schade, dass das Pixelmon-Mod noch nicht so... Der Pixelmon-Mod noch nicht so bugfrei ist. Oh. Ah, Burn, gut. Brennen macht, dass die Gegner nicht so viel Schaden macht. Gut, geschafft. Knapp abgeschafft. Und jetzt haben wir Rauchwolke erlernt. Sehr gut. 11, Level 11. Sehr gut. Also jetzt gehen wir ab in die Höhle. Oh, man kann Feuer craften. Wahrscheinlich nicht craften, aber einfach so chillen mit Nai. N-A-I. So. Da ist ein Angler. Oh, haben wir schon echt viel Levels bekommen, ja. Drift Zeppel ist nach weiterer Entwicklung. Schade, keine richtigen Höhlen. Kohle gibt's dort. Aber die nehme ich nicht. Die macht die ganze Welt kaputt. Da gehe ich jetzt ein. Oh, auch nichts Gescheites. Das ist ein Mooswesen für eine Entwicklung von Evoli. Okay. Ein Pikachu. Ich will mit einem Pikachu kämpfen. Level 11. Ne, noch nicht. Aber ich werde eines holen. Ein größeres. Nicht so ein kleines. Ah, da ist ein Pokéball. Oder Pokéloot. Das ist ein weißer Apikoko-Baum. Okay. Also. Timer Ball, yeah. Die sind nämlich recht wichtig. Ich glaube, das sind die, die je kürzer ein Kampf geht, desto schnell besser ist die Fangquote. Also ich schaue mir mal jetzt den Berg hier oben an. Das war ja die Höhle, wie die nur ein Durchgang ist. Okay, aber das Gebiet sieht richtig genial schön aus. Das ist sehr hübsch. Vor allem der Wasserfall da. Der ist so süß. Sehr breit vor allem. Also, was finden wir hier? Was hat das Kramos gemacht? Eigentlich möchte ich nicht so viel entwickeln, weil ich sonst nichts fangen kann später. Ja, die Gegner. Das ist... Der haut einfach ab. Das ist die Weiterentwicklung von diesem Käfer. Ladybar. Ich glaube. Ah, da kommen alle Erinnerungen auf. Das ist so geil. Okay, hier ist ein Hirsch. Ist es nicht Damm hier, Plex? Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Damm hier, Plex, komm. Ja, Damm hier, Plex. Okay, auch keine gute Höhle. Irgendwie...
Habe ich das Gefühl, irgendein Mod, wahrscheinlich Chisel oder so, macht, dass es keine guten Höhlen mehr gibt und so. Ist ein bisschen schade, aber dafür ist Chisel auch ein sehr guter Mod in Bausachen. Also man kann recht viel Schönes bauen. Also machen wir uns am besten eine Mine. Schauen kurz auf die Zeit. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. 10 Minuten oder so haben wir noch Zeit. Also, wollen wir Bockenkampf machen? Nein, noch nicht. Zubats möchte ich nicht, nein. Dann graben wir uns mal hier rein. Hallo? Okay. Das habe ich jetzt zur Seite ausgetauscht. Und wieso ist das Inventar aufgegangen, wenn ich nicht auf den Inventar-Knopf gedrückt habe? Fragen über Fragen. Aber immerhin leckt es nicht mehr. Das blöde Optifine hat viel zu viel Leistung gefressen. Mit Fraps natürlich, also. Fraps tut schon viel Leistung fressen und dann noch Optifine. Oh. So. Ja. Wir graben jetzt uns hier weiter nach unten. So, das wäre weg hier. Blödes Kribbeln. Sachen. Genau. So, jetzt sage ich euch kurz, wenn es so langweilig ist hier, was ich für einen Lieblingstyp von Pokémon habe. Also zuerst einmal, was ist es anders zu erwarten? Typ Drache ist eigentlich eines meiner Lieblingstypen, also wahrscheinlich auch der Lieblingstyp. Dann habe ich noch gerne Unlicht, einfach weil es coole Pokémon sind. Aber leider nicht so viel. Schade, muss mal ein bisschen gepusht werden. Feuer. Manchmal auch Wasser, aber die nerven meistens. Je nachdem, was es für eine Sorte ist, wie häufig sie sind. Vor allem Angel-Pokémon sind nicht so die Bringer. Seit neuestem manchmal auch ein bisschen Käfer-Pokémon, obwohl Käfer-Pokémon von den meisten verabscheut werden. Ich mag sie einfach so. Also zum Beispiel mag ich sehr gerne Scaraborn. Der hat noch so geile Attacke, die heißt Vigilant. Dann Sichlor, die Weiterentwicklung Xerox mag ich nicht so. Und ja, alles so die Kampf. Kampfkäfer-Pokémon sind cool. Ja, und dann eben Kampf-Pokémon. Ich kann mich einfach nicht so entscheiden. Also ich habe sehr viele Lieblingstypen. Was ich gar nicht mag, ist der neue Typ Fee. Das ist jetzt mal wirklich etwas, das sie Ding raus nicht reinbringen hätten sollen. Außer sie hätten irgendwas an Pokémon für Babys oder so gemacht. Ja, dann. Aber auch eben diese Baby-Pokémon, die es eben wieder gibt und so, die sind einfach so. Naja, sie passen halt schon ein bisschen, aber für was sind die denn dann zum Kampf da? Ich möchte mit denen doch nicht kämpfen, die sind für mich zu schade und zu kindisch und weiß es auch nicht alles. Okay, den Baum muss ich wegmachen. So. Und, ja, das ist so, neben Pokémon gibt es wie zum Beispiel. Ja, halt mit einem Stein in der Begriffe, zum Beispiel Quappo, also Quapuzzi, kann sich auch in diesen Frosch verwandeln. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und alles mögliche finde ich auch nicht so gut. Aber sonst finde ich eigentlich die Entwicklung immer gut. Vor allem, weil es nicht mehr als drei gibt. Ich mag es nicht, wenn es mehr als drei gibt. Aber das gibt es auch nicht. Das ist gut gemacht so. Und ja.
Dass halt Pokémon ein bisschen kindischer wird, immer wie mehr, dass sie mehr, oh nein, nicht schon wieder, dass ich abbringe, ich kann nicht abbringen. Okay. Ja, dass es halt Pokémon ein bisschen kindischer wird und so, mag ich auch nicht so. So einfach so halb jugendlich sein, also so Zehnjährige für Zehnjährige bleiben. So. Und ich habe noch keine Erze gefunden. Wieso habe ich noch keine Erze gefunden? Komisch. Also. Noch ein bisschen haben wir Zeit. Da ich ja eine kurze Pause gemacht habe. Und weil der erste Part nur 25 Minuten lang war. Ah, hier ist der Eingang, genau. So. Ja, machen wir jetzt noch ein bisschen. Hoffentlich finden wir bald einen Stein, also ein Erz. Was war das? Wow. 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 Keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist, aber irgendwo muss hier eine Höhle sein. Müsste hier oben sein. Soll ich jetzt hier hoch, Bro? Ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Damit wir einfach so Wege haben. Bisschen mehr entdecken, nicht gleich unten sind in den beiden besten Ärzten. Mal, es muss hier drüben sein. Nein. Ich hoffe, es hört es. Also, sie sind sehr leise. Mache ich noch ein bisschen laut. Ich weiß nicht. Im Video ist es immer noch ein bisschen lauter. Aber vielleicht kann ich die Dinge einstellen, lauter machen. Weil wir haben ja hier keine Kühe und so, die laut sind. Es muss jetzt hier sein. Genau hier. Ist recht laut jetzt. Also Dinkkohle gibt es, aber keine Denskohle. Keine Ahnung, wieso nicht. Oh, das ist einfach zu selten. Also gehe ich noch ein bisschen hier rüber. Müsste jetzt eigentlich hier sein. Da. Astalonias sind das. Okay. Und hier haben wir auch Eisen. Toll, haben wir es recht gut gefunden. Ich weiß gar nicht, also bei mir ist es so leise, dass ich es fast nicht höre. Komischerweise. Aber wieso ist jetzt Minecraft so leise? Ja, Fragen über Fragen. Okay, jetzt mal nach oben hier und schauen. Oh, hier geht's runter. Und was ist Bauxit? Oh, das können wir nicht abbauen. Da müssen wir. Warte kurz. Redstone. Abbaulevel Redstone. Gibt es einen Redstone-Spitzhacke oder so? Keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt mal auf die andere Seite noch kurz und dann gehen wir wieder zurück. Weil jetzt sollte der Part eigentlich, ja, bald vorüber sein. Die Zeit geht so wenig schnell vorüber in diesem Modpack. Was würde das irgendwelche Dinge haben, Einwirkungen auf das, auf wie schnell die Zeit vergeht, aber wahrscheinlich einfach, weil es momentan noch nicht so viel passiert. Ja, also dann gehen wir nach oben. Schmelzen mal das Eis und machen uns dann eine bessere Spitzhacke. Jo. Also Glumanda Level 1. Ich möchte noch kurz schauen, was denn für ein T ein Ability Place Power Up Fire Typ. Ah, das ist die Ding. Die Besonderheit. Statuswerte. SP-Verteidigung.
Was? SP-Angriff ist weniger gut und Angriff ist gut. Das ist ja mal schlecht. Wesen Adamant. Das ist schlecht. Ich muss das SP-Angriff gut haben. Och, Menno. Egal. Nein, ich schaue auf das eigentlich nicht. Also, ich brauche jetzt nicht den Superdrachen oder so. Ich brauche halt einfach einen coolen Drachen. Und eines, das ich gern haben kann. Und nicht der stärkste Drachen. Ich bin nicht so der Online-Kämpfer und so. Also, wenn ich ein Pokémon-Spiel hätte, möchte ich die Werte wahrscheinlich nicht unbedingt gut. Und ja. Aber es gibt eben fast immer einen negativen Wert und einen positiven Wert. Ladybug. Ladybug. Ich muss es noch lauter machen. So. Mal dann schauen, wie es im Video ist. Ladybug. Jetzt ist schon besser. Ladybug. Ja, so nicht. Ich glaube, du bist zu weit weg gewesen. Ladybug. 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 Utrigaria. Schön. Ladybug. Also eben. Kohle. Ah, was ist das? Das muss ich nehmen. So, das. Und noch ein bisschen fällen hier. So. Können wir ein Haus bauen, oder? Das kleine Ding hier ringsum. Ein Pokémon Center dann bauen. Ja, der nervt auch ein bisschen. Du kannst die Kiste dann ein bisschen vergrößern. Und ja. So. Und ich finde Pixelmon ist auch ein bisschen entspannter, weil es eben keine Monster hat. So. Aber leider sind die Kisten immer so schnell gefüllt. Da. So. Bisschen durcheinander bei der Auswahl der Gegenstände, die ich will. So. Am besten werde ich noch mit dem Buddeln dann die einfach extra abbauen. So, haben wir 1000 Werkzeuge, die wir nicht mehr brauchen. Ja, da könnten wir noch eine Kiste machen. So. Ja, so auf die Seite. Gut. Ja, die benutze ich ja noch fertig. So. Ich hoffe, es ist nicht zu lang, oder es ist nicht zu kurz, aber ja, muss mir jetzt nicht so kurz schauen. Und ich lade ja noch genug Video hoch und wenn es euch stört, könnt ihr es ruhig sagen. Und ich passe ein bisschen besser auf bei der Uhrzeit. Also. Dankeschön fürs Schauen, den ersten und zweiten Part und ja, bis zum dritten Part. Bye, Leute.